Du bist auf der Suche nach einem neuen Aktenschrank? Dann ist dieses Video genau das Richtige für dich. In diesem Video wollen wir uns drei große Aktenschränke von drei verschiedenen Herstellern und auch aus drei unterschiedlichen Preisklassen anschauen. Da sollte auf jeden Fall was Passendes für dich und deine Ansprüche dabei sein. Bleib also unbedingt bis zum Schluss des Videos dran, um alle Modelle kennenzulernen und am Ende eine passende Kaufentscheidung treffen zu können. Über die Links in der Videobeschreibung kannst du dir nach dem Video noch alle Modelle genauer ansehen und dann deinen persönlichen Favoriten auch sofort bestellen. So viel sei schon mal gesagt, auch wenn das Modell der zweiten Preisklasse der Bestseller ist, können wir den dritten Aktenschrank aus der dritten Leistungsklasse empfehlen. Bleib also unbedingt bis zum Schluss dran, um auch dieses Modell kennenzulernen. Starten wir aber erstmal mit dem Aktenschrank der Einsteigerklasse und hier handelt es sich um das Modell von TecTec. Der TecTec Aktenschrank kommt mit einer Grundfläche von 90 cm Breite und 40 cm Tiefe. Damit kann er zumindest von der Breite sogar mit dem Premium-Modell mithalten. Mit 1,40 Meter Höhe ist er allerdings mit Abstand das flacheste Modell im Vergleich, was dafür sorgt, dass er auch nur drei verschiedene Einlegeböden besitzt, also Akten und sonstige Gegenstände und Dokumente auf insgesamt vier verschiedenen Ebenen verstauen kann. Das ultrarobuste und pulverbeschichtete Stahlgehäuse sorgt für eine sichere Qualität und Langlebigkeit. Für eine starke Sicherheit sorgt das Zylinderschloss mit Zentralverriegelung, welches auch mit Reserveschlüssel geliefert wird. So lässt sich der Schrank nach Feierabend ganz einfach abschließen und die Akten im Inneren bleiben geschützt. Die verstärkten Flügeltüren vom TecTec Aktenschrank öffnen sich in jedem Winkel von 130 Grad. Dies lässt einen sehr bequemen Zugang zu den Unterlagen zu. Durch die Geräuschdämmung der Gummipuffer können sie auch wieder einfach und leise geschlossen werden, womit das Modell auch in Büros, wo man besonders leise sein muss, einsetzbar ist. Zusammengefasst handelt es sich beim Aktenschrank von TecTec vor allem um das kleinste, aber auch günstigste Modell im Vergleich. Es kann, wie wir finden, durch ein starkes Preis-Leistungs-Verhältnis überzeugen, weshalb wir ihn auch hier in diesem Video mit aufnehmen wollten. Über den ersten Link in der Videobeschreibung könnt ihr alles weitere zum TecTec-Modell erfahren und diesen Aktenschrank der Einsteigerklasse dort auch in einer der zwei Farbvarianten, in einem Hellgrau oder einem Schwarz bestellen. Bleib ansonsten noch dran für die nächsten beiden Modelle. Aus der zweiten Preisklasse musst du unbedingt den Aktenschrank von Songmikes vorstellen. Dieser ist in zwei verschiedenen Breiten erhältlich, in einer sehr schmalen 60 cm und einer etwas breiteren 80 cm Variante. Auch in der größeren Version damit trotzdem noch das schmalste Modell im Vergleich. Nichtsdestotrotz kann er durch eine standardmäßige Tiefe von 40 cm und immerhin noch eine sehr gute Höhe von 1,80 m überzeugen. Auch das Songmikes Modell ist aus hochfestem Stahl gefertigt, welches zusätzlich pulverbeschichtet ist. Durch seine besonders große Höhe kommt er mit vier Ablagen und damit insgesamt fünf verschiedenen Fächern. Er verfügt auch über eine zentrale Verriegelung und besonders hochwertige Türen, die sich leicht und leise öffnen und schließen lassen. Das Stahlrost ist rostfrei, robust und auch verschleißfest und bietet einen hohen Sicherheitsfaktor zum Schutz der Akten und Dokumente. Besonders praktisch an diesem, wie wir finden, sehr gut durchdachtem Aktenschrank finden wir die verstellbaren Ablagen. Diese können jeweils um 2 cm in der Höhe angepasst werden, was sie für verschieden große Gegenstände geeignet macht. Zusätzlich ist der Songmikes Aktenschrank in vier verschiedenen Farbvarianten erhältlich, womit man immer was Passendes für sich und seine Büroeinrichtung finden sollte. Kein Wunder also, dass es sich hier auch um den aktuellen Bestseller der besten Büro-Aktenschränke auf Amazon handelt. Über den zweiten Link in der Videobeschreibung kannst du dich jetzt auch gerne noch weiter zu diesem Modell informieren oder das Songmikes Modell direkt bestellen. Im Intro haben wir schon angeteasert, dass uns persönlich das dritte Modell aus der dritten Preisklasse am besten gefällt. Es handelt sich hier um den Aktenschrank C001 von Jan Novak. Es liegt einfach daran, dass er zum einen das größte Modell im Vergleich ist. 90 cm Breite und 40 cm sind es bei der Grundfläche und 1,85 m in der Höhe. Damit sowohl das breiteste als auch höchste Modell. Der Aktenschrank, welcher in den meisten Farbvarianten, Designversionen und auch Größen erhältlich ist, sowie auch mit den besten Funktionen kommt.
Er besitzt einen sehr hochwertigen Drehstangenverschluss mit zwei Schlüsseln und ein Sicherheitszylinderschloss. Diese gewährleisten die Sicherheit und schützen vor dem Zugriff unbefugter Personen. Die zwei verstärkten Flügeltüren lassen sich bis ca. 110 Grad öffnen und zudem kommt das Modell mit Fachböden, welche sich um jeweils 2,5 cm verstellen lassen. Das Modell besitzt also auch noch einmal die beste Verstelldistanz der Einlegböden. Die Stabilität und auch Traglast dieses 44 Kilogramm schweren Schrankes kann sich sehen lassen. Pro Boden kann er ca. 50 Kilogramm Akten aushalten und mit seiner besonders großen Abmessung ist er für 50 bis 60 Standardaktenordner geeignet. Sowohl also das größte, stabilste und funktionalste Modell mit auch der besten Sicherheit. Und auch das Modell, welches sich die beste Kundenbewertung im Vergleich abgeholt hat, 4,6 von 5 möglichen Sternen sind es hier geworden, der beste Wert im Vergleich. Und das alles zu einem noch sehr fairen Preis. Der Jan Novak Aktenschrank ist größer, stabiler und robuster als die beiden zuvor vorgestellten Modelle, auch als der eben vorgestellte Songmikes Aktenschrank und kostet dabei aktuell nur 9 Euro mehr. Hier muss man unserer Meinung nach zuschlagen und wenn auch dein Interesse zu diesem Aktenschrank nun geweckt wurde, dann schau jetzt gerne mal für alles weitere über den dritten Link in der Beschreibung vorbei.